Direktkandidatin, wie wird man das? Über die Erststimme werden die GewinnerInnen im Wahlkreis direkt in den Bundestag gewählt. Daher heißen die Menschen auf dem Wahlzettel Direktkandidat bzw. Direktkandidatin. Um dort zu landen, muss man nicht unbedingt Parteimitglied sein. Man muss die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und man muss über 18 sein. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder eine Partei stellt die Person auf. Dann müssen die Parteimitglieder aus einem Wahlkreis sie in geheimer Wahl wählen. Parteien bevorzugen hier meistens natürlich ihre eigenen Mitglieder. Sie setzen auf schon bekanntere Gesichter, um sich eine Stimme zu sichern. Der Weg ohne Partei läuft anders. Man braucht dann mindestens die Unterschrift von 200 Wahlberechtigten aus dem Wahlkreis, in dem man sich bewirbt. EinzelbewerberInnen sind jedoch die Ausnahme und meist chancenlos. Seit der ersten Bundestagswahl 1949 kam so niemand mehr in den Bundestag.